grundsätzlich, sage ich mal, Routine im Arbeitsalltag nicht wirklich. Die Themen sind sehr situationsabhängig. So gesehen, ein bisschen Routine ist drinnen, aber die Themen sind nicht immer gleich. Meine Hauptaufgabe ist, dass ich für die Maschinen die Werkzeuge bereitstelle, also zusammenbaue und dann an die Maschinen bringe. Da jeder Kunde und auch jedes Projekt einen anderen Fokus hat, beschäftige ich mich mit Datenanalyse, Prozessoptimierung oder auch unterschiedlichste Bauabstimmungen. Grundsätzlich habe ich einen sehr strukturierten Arbeitstag. Ich persönlich fange um 6 Uhr an und habe meine erste Besprechung um 7.30 Uhr. Mein Arbeitsalltag ist pauschal wirklich der, einfach zu schauen, dass meine Führungskraft entlastet ist und dass die Fertigung so gut als möglich funktioniert. Ich arbeite im Gleitzeitmodell, meine Kollegen arbeiten in der Dreierschicht, habe dadurch jede Woche eigentlich andere Kollegen da. Zeitlich passt es für mich perfekt. Wir haben eine Gleitzeit und eine Kernarbeitszeit, die wir voll und ganz nutzen können. Mit meiner Führungskraft bin ich so in Abstimmung, dass ich jederzeit kurzfristig kommen und gehen kann. Homeoffice ist definitiv ein großes Thema bei der TGW. Ich mache Homeoffice jede Woche regelmäßig, kann man das gut dann einteilen, kann das auch mit meinem privaten Leben gut vereinbaren. Für jedes Projekt wird ein individuelles Projektteam zusammengestellt. Das Coole daran ist, dass man mit unterschiedlichsten Leuten von meiner Abteilung zu tun hat und auch die unterschiedlichen Arbeitsweisen kennenlernt. Das Team in der Fertigung ist eigentlich ein Mix aus unterschiedlichen Generationen und unterschiedlichen Background. Das ermöglicht uns auf einer professionellen Ebene sehr viele Ziele zu erreichen. Jährlich werden unterschiedlichste Veranstaltungen organisiert, zum Beispiel auch ein Fußballturnier oder ein Beachvolleyballturnier. Der letztjährige Family Day, der war außerordentlich und kenne keine Firma, die sich sowas leistet, meiner Meinung nach. Es war gut, die Familie ins Unternehmen bringen zu können. Also die Zusammenarbeit mit meiner direkten Führungskraft ist sehr gut, abgesehen von den wöchentlichen bis paarwöchentlichen Showfix, wo wir uns direkt im Vier-Augen-Gespräch abstimmen, kann ich zu jeder Zeit zu meiner Führungskraft kommen. Grundsätzlich hat er aber immer ein offenes Ohr und alle Probleme werden aufgegriffen und zeitnah gelöst oder zumindest daran gearbeitet. Die TGW unterstützt mich dabei, dass ich meinen Meister in Maschinenbau Betriebstechnik mache. Ich kann mir das zeitlich so legen, vom Anfang her, dass ich nicht danach nur heimfahren muss, sondern dass ich direkt in die Schule fahren kann. Mich unterstützt die TGW immer mit Weiterbildungen. Die Weiterbildungen werden individuell eigentlich immer an die Personen angepasst. Am meisten Spaß an der Arbeit macht mir die Abstimmung mit den Kollegen. In meiner Tätigkeit als Process Manager habe ich sehr viele Abstimmungen mit den Kollegen von den anderen Standorten, sprich das interkulturelle Zusammenleben und trotzdem den beruflichen Aspekt zu kombinieren, das finde ich sehr spannend und interessant.